Ja, hallo Tufik. Erstmal, ja, wieso beleidigst du mich schon wieder? Wieso erzählst du schon wieder, ich hätte deine Kinder? Also, ja, du hast mir schon wieder Nachrichten geschickt. Erstens mal, du schickst mir Nachrichten, beleidigst mich, ja, tust Rufmord machen. Ich hätte deine Kinder und deine Frauen bedroht schon wieder. Du hast schon wieder Rufmord gemacht, ein drittes Mal, ja. Und das vor irgendwelchen Leuten. Du hockst dich dann hier bei Leuten, machst da auf den Großen. Weil du nämlich in Wirklichkeit so ein Paranoid bist. In Wirklichkeit hast du Paranoia und Schiss. Und nutzt mich aus, weil ich in Spanien lebe. Weil jeder mich kennt, jeder weiß, wer ich bin. Nutzt aus, jetzt einen Großen gegen mich zu machen. Boah, der meine schon Großen gegen Angel macht. Ja. Ja, muss ja schon eine Nummer sein. Das ist, was du machst. Ja. Weil du in Wirklichkeit so ein paranoider Typ bist. Ja. Und neben den Leuten da auf groß machst, ja, mir Sprachnachrichten zu schicken. Und dann blockierst du mich. Wieso blockierst du mich? Schickst Sprachnachrichten? Du bist ein Ehrenmann. Du schickst mir Sprachnachrichten, danach kann ich dir keine mehr schicken. Dann sagst du mir, ich habe WLAN immer aus. Weißt du, warum ich WLAN im Telefon immer aus habe? Eigentlich habe ich es immer an. Ja, aber abends mache ich es dann aus. Weißt du, warum? Ja, weil ich den ganzen Tag nur Nachrichten von Frauen bekomme. Und ich gar keinen Bock habe, den zurückzuschreiben. Nein, ich bin nicht alter schwul geworden, weil tu mal... Ja, die ganze Zeit Nachrichten bekommen und dann musst du ja aus Respekt, aus Achtung zurückschreiben, also mache ich das aus. Ja, ich habe WLAN am Handy, ich bin die ganze Zeit online. Ich war jetzt die Woche war ich fast nur zu Hause, weil die Babyhunde da sind und war die ganze Zeit nur online. Was laberst du? Du hast gar kein WLAN, lad dir mal eine Handykarte auf, machst du rum, kannst du dir ein Flugzeug nach Deutschland leisten? Alter, Junge, vor 20 Jahren wäre ich schon längst da gewesen. Ja. Und dann drohst du meinen Bruder, schickst einen Typ, ja, eine Sprachnachricht von einem Typ, ja, und er sagt, hier, du machst hier meinen Kumpel an, bla bla bla, das ist auch noch meine linke Hand und drohst den, seine Familie, du bringst Leute mit rein, ja, und lügst die an, dass ich deine Familie gedroht habe, ja. Wenn du die linke Hand bist von diesem Typ, wenn du, Tufik, ja, du Wurm, die linke Hand von jemandem bist, soll ich Angst haben? Ich soll also Angst haben, wenn du die linke Hand von jemandem bist? Hast du vergessen, als dein Freund, der Marokkaner, von den Hells Angels auf ihn drauf wollten, bin ich dazwischen gegangen, ich hab sie auch, und wer hat sie abbekommen? Ich hab mich zwischen die Hells Angels gestellt, und du kommst mir da mit so einem kleinen Motorradclub, mein Bruder hat für die Hells Angels gearbeitet, ja, im Puff in der Müselstraße, ja, in der Konstablerwache, ja, an der Tür, und du kommst mir da mit so einem kleinen Motorradclub, dann sagt der Typ mir noch, Leute, hört mal genau zu und ich will, dass ihr diese Nachricht verbreitet. Ich will, dass ihr ihm nichts tut, ja? Aber ich will, dass ihr die Nachricht verbreitet, was der Tufik für einer ist. Da hat ein Typ angelogen, ja? Der ruft mich an oder schickt mir hier Sprachnachrichten und erzählt mir hier, das ist meine linke Hand, bla bla bla. Also wenn Tufik die linke Hand von jemandem ist, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was das für ein Typ ist, ja? Was hast du denn bezahlt, Tufik? 50 Euro, 80 Euro, 70 Euro? Ja, oder ein Kämmchen, was hast du denn gegeben, dass er hier auf den Großen macht, ja? So wie er sich angehört hat. Und an dir sage ich mal was, ja. Du hast gesagt, ich komme nach Spanien und bla bla bla, komm doch, ja. Komm doch. Ich bringe 5 Kolumbianer, die reichen für deinen Club. Hast du das verstanden? 5, ja. Komm mir nicht blöd, Junge, ja. Komm mir nicht blöd, ja. Oder schick dir die Kurden von mal vorbei. Dann werden wir sehen, wer hier ein großes Maul hat. Du hast keine Ahnung, mit wem du redest. Du kommst hier mit dem Motorradclub an. Komm. Ruf mich an, ich gebe dir die Adresse durch, ich sag dir, wo ich bin. Kommt alle. Dann werde ich mal mit euch reden, dann werdet ihr sehen, auf was für ein Vollidiot ihr reingefallen seid. Ja? Und dass du selbst auch ein Vollidiot bist, wenn du wirklich eine große Nummer wärst, hättest du mich niemals durch ein Telefon gedroht. Daran merke ich schon, dass du nur ein kleiner Wurm bist. Ja? Dass du ein Niemand bist. Ja? Denkst du, du machst mir Angst? Denkst du, du bist intelligent? Denkst du, du bist irgendwas? Jemand, der mit Tufik zu tun hat, der ist ja, mindestens mal genauso dumm wie er. Denkst du, du machst mir Angst? Wenn du wirklich schlau wärst und wirklich gefährlicher Club wärst, ja, wirklich was in der Birne hättest, hättest du mir niemals gedroht und niemals durch ein Telefon genauso dumm wie der Tufik ist, ja, du bist genauso dumm wie er, der Tufik droht mir, beleidigt mich, lügt und du bist genauso dumm wie er, ja, du sagst mir, dass bei meinem Bruder in seiner Wohnung schon jemand hocken will, morgen jemand hocken wird. Leute, ja, ich will, dass ihr diese Nachricht verbreitet, dass dieser Typ Leute zu meinem Bruder nach Hause schicken will. Ja, das hat er mir persönlich geschickt, wer diese Nachricht haben will, der kann das gerne hören, ich habe die hier. Ja? Tufik, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin Christ, ein neugeborener Christ, der fällt auf sowas nicht rein, den juckt das eigentlich gar nicht mehr.
Ja, dass du das bezeugt nur, dass ich ein neugeborener Christ bist. Denn wenn du das vor 20 Jahren gemacht hättest, Sophie, ich hätte dich getötet. Ich sag dir das so, wie es ich hätte dich umgebracht. Ich hätte dich getötet vor 20 Jahren, Tofik. Ja? Ich bin ein neugeborener Christ. Ja? Ich habe dieses Gefühl nicht, dich zu verletzen. Ja? Vielleicht ganz minimal. Vielleicht ganz minimal. Ich bin ein neugeborener Christ und das ist, was du ausnutzt. Ja? Aber wenn du meinen Bruder anfällst, wenn mein Bruder irgendwas passiert, ja, dann habe ich das Recht, dann ist es wieder was anderes. Dann habe ich das Recht. Wenn einer hierher kommt und mich berühren will, ja, ich bin auch bewaffnet, okay? Weil ich wie, ja, verstehst du? Genau wie du gesagt hast, du bist kein Spanier. Du bist halb Serbe. Und bei uns Jugoslawen weißt du ganz genau, was Kultur ist, dass jeder seinen Ballermann hat. Ja, das weißt du doch, oder? Ja, wenn du das weißt, warum hast du ein großes Maul? Ja? Junge, ich sag dir ganz ehrlich, nein, und ich bin nicht so blöd und sag das und mach mir hier selber Strafe, ja? Ich darf in mein Haus eine Waffe, die entlegt ist, darf ich haben. Und sie ist entlegt, ja? Und die ist in 3,2 Sekunden, ist sie zusammengebaut, ja? Verstehst du? Ja? Also ich bin nicht so blöd wie du. Tuffig, ich sag dir ohne Scheiß, du übertreibst, ja? Lässt dir einen Typ anrufen, weil du Angst hast. Du hast Angst. Du bist derjenige, der Angst hast. Hast dann noch gesagt von wegen, ja, ich mache das doch jetzt nicht mit den Anzeigen. Natürlich machst du das nicht, weil du genau was dann passiert. Weil du angefangen hast. Ja? Wenn du angefangen hast und du weißt genau, ich bin der Klügere, wirst du im Gefängnis gehen. Ja? Du hast Rufmord begangen. Du hast erzählt, ich habe deine Mutter und deine Frau und deine Kinder bedroht. Habe ich niemals, würde ich niemals tun. Ich habe dir jetzt auch Sprachnachrichten geschickt, weil ich dich Affe nicht erreichen kann, weil du mich geblockt hast. Schickst mir Sprachnachrichten, machst dann, ja, entblockst mich wieder, schickst mir eine Sprachnachricht und blockst mich wieder. Was, du bist ein Ehrenmann. Du bist ein Ehrenmann, ja? Und da sagt mir hier dieser Typ, ja, wie viel hast du denn bezahlt? 50 Euro? Ja? Von wo hast du den aufgegabelt? Von wem hast du den Hartz-IVler? Ich will es nicht kritisieren, ich habe auch mal von Hilfe gelebt. Ja? Aber du holst mir hier einen Hartz-IVler, ja? Gibst denen, was weiß ich, ein Krämchen oder 80 Euro, was hast du denen gegeben? Ja? Dass er mir hier auf den Dicken macht. Junge, 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 Junge. Leute, ich will das hier genau erzählen, dass jeder das weiß. Ja? Dass jeder das weiß, damit die Leute auf diesen Paranoid, ja, der ist schizophren, der ist geisteskrank, der bildet sich Sachen an, der weiß genau, dass jetzt meine Bewährung abgelaufen ist. Der weiß, dass meine Bewährung abgelaufen ist und der denkt, der hat Angst, dass ich das, was er mir damals angetan hat, die Falschaussage vor Gericht, ja, der hat Angst, dass ich ihn dafür verletze. Ich habe das schon ganz vergessen, Tufik, ich werde dir nichts tun, Mann. Ja, du warst jung, wir waren jung, du hast einmal einen Fehler bei mir gemacht, einmal, einen übertriebenen, aber das war nur einmal, ja, und einmal vergebe ich. Das ist jetzt das zweite Mal. Ja? Dass du hier so rummachst. Und ein drittes Mal, ich sag dir ganz ehrlich, ja, du hast Glück, dass ich neugeborener Christ bin. Neugeborener Christ ist genau das. Guck mal, ich rede mit dir sogar immer noch normal. Du weißt ganz genau, vor 20 Jahren, was abgegangen wäre. Vor 20 Jahren ich bräuchte mir nicht mal meinen Finger zu berühren. Ja? Ich bräuchte nur die Jungs anzurufen, die würden das erledigen für mich. Ja? Verstehst du? Und ich mach das nicht. Ich bin ein neugeborener Christ. Ja? Du bist für mich gar nichts. Du bist das Böse. Du bist das absolute Böse. Das ist genau, was ich sage. Ich habe den Islam kritisiert, mein Freund. Den Islam. Und genauso kritisierst du das Christentum. Muslime kritisieren das Christentum, wir kritisieren den Islam. Was ist daran das Problem? Sag ich jetzt, tue ich dich jetzt beleidigen? Nein. Ja? Du hast mich beleidigt, nochmal mich beleidigt, Hurensohn, schon wieder Hurensohn, eine Nachricht, Schmock, dies, das, Bastard, schon wieder und was weiß ich, was alles gesagt. Junge, das geht an mir vorbei. Junge, ja, bist du ein fünfjähriger Vollspasti, der glaubt, dass diese Wörter mir irgendwas tun? Hä? Ey, Tufik, ohne Scheiß, du bist ein Niemand, du bist eine Lachnummer. Ja, wenn ich wollte, würde ich dich komplett aufkaufen. Wenn ich wollte, könnte ich dich komplett aufkaufen. Ja, du hast überhaupt gar keine Ahnung, Mann. Ja, kannst du dir überhaupt 100 Euro leisten für ein Flugzeug nach Deutschland? Ich habe dir schon mal in einem Video gesagt, du hörst nicht zu. Du bist dann ignorant. Ja, ich habe jetzt in 4 Monaten, ja, in den letzten 4 Monaten 50.000 Euro ausgegeben. 50.000 Euro in 4 Monaten. Ja, ich sehe mir keine Scheiße. Komm mir nicht blöd. Ja, weil ich sag dir ganz offen ehrlich, du wirst
Ich sag dir ganz offen ehrlich, du wirst ganz hart bestraft werden, ganz hart bestraft. Und weißt du von wem? Von denen da oben. Wenn du einen Christen so angreifst, der hat angreift.